Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen und endlich geht es weiter mit der Kampagne Berg der Flammen. Wir mussten uns ja leider durch 2 Wochen ohne echte Story durchkämpfen, um jetzt wieder im 4. Abschnitt der Kampagne ein bisschen neue Story zu haben. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen mehr haben als einfach nur 2 kleine Quests und einen Dungeon. Schauen wir mal. Ich habe ein paar Dinge mitbekommen. Zum einen, dass was Gutes und was Schlechtes. Also, ich habe das Schlechte zuerst mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass viele jetzt gesagt haben, also in meinem Dunstkreis, dass sie ein bisschen enttäuscht sind von dem Modul und deswegen eine Pause machen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe auch momentan eher so, bin ja auch eher so im Pausenmodus, wie ihr vielleicht auch mitbekommt. Ich habe andere Spieler, die gerade mich mehr catchen. Aber was Positives, und da danke, Herr Rautos, dass du mich darauf hingewiesen hast, das hätte ich nämlich nicht mitbekommen. Und in irgendeinem Patch, ich kann nicht sagen in welchem, wurden die Mimiker überarbeitet. Also die Kisten droppen immer noch den gleichen Unsinn wie vorher, aber wenn das ein Mimiker ist, dann so laut Herr Rautos, und ich konnte es selbst noch nicht verifizieren, aber er macht sehr, sehr viele Kisten auf, deswegen weiß er das, können scheinbar jetzt auch Aufwertungsmarken und Zeichen der Aufhebung und solche Sachen drinne sein, dass die sowas auch droppen. Und wenn das stimmt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das bestätigen könnt, was Herr Rautos sagt. Ich glaube ihm, aber mich würde natürlich freuen, wenn noch andere Leute das auch bestätigen. Wenn das stimmt, finde ich das richtig cool, weil damit machen Kisten indirekt Sinn, sie zu öffnen. Weil Aufwertungsmarken können wir, glaube ich, nie genug haben. Und auch die Zeichen der Aufhebung, womit wir Gegenstände, die eigentlich gebunden sind, wieder entbinden können. Diese hier, um sie dann verkaufen zu können. Das finde ich auch cool. Deswegen, also, ne, das fände ich ein geiles Update. Es kann sein, dass ich das in den ganzen Mengen an Patch Notes, die immer mal wieder rauskamen, übersehen habe. Es kann auch sein, dass sie mit Absicht das nicht gesagt haben, damit es eine Überraschung bleibt. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr das auch bestätigen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt gucken wir aber, was die Brandlöscher so sind. Oder beziehungsweise wir werden uns vermutlich als Brandlöscher betätigen. Da General Ignazar besiegt wurde, bleibt Gomoth nichts anderes als die Verteidigung. Es ist an der Zeit für einen Angriff im Krater von Mount Hotenau. Gutachterin Beira hat bei der Untersuchung des Kraters einen möglichen Weg in Gomoths Tempel gefunden, doch sie benötigt dabei eure Hilfe. Angriff ist die beste Verteidigung. Und trotz allem ist diesem Ort eine gewisse Schönheit. Freut mich, euch kennenzulernen. Die Leute sagen, dass euch das Unmögliche gelingen kann. Das stimmt. Da bleibt uns nur zu hoffen, dass das Unmögliche ausreicht, um Gomoth aufzuhalten, bevor er das Primordial unter dem Berg erwecken kann. Ja, also Angriff ist die beste Verteidigung und wenn er jetzt in der Verteidigung ist, können wir noch besser angreifen oder so. Keine Ahnung. Das Unmögliche gelingt uns. Ja, also in den bisherigen Kampagnen haben wir schon Dinge gemacht, die unmöglich wirkten. Das stimmt. Es brennen sehen. Wir wollen es brennen sehen. Gomoths Ziel ist es, ein mächtiges, elementares Wesen zu befreien. Ein sogenanntes Primordial, von dem er glaubt, dass es unter Mount Hotenau begraben liegt. Wir müssen in Erfahrung bringen, was seine Streitkräfte planen und ihre Aktionen im Auge behalten. Ich habe hier einige Ausspähungskugeln, die uns dabei helfen werden. Doch ich benötige eure Hilfe, um sie im Krater aufzustellen. Ich habe die Stellen auf eurer Karte markiert. Wird gemacht. Es gibt aber in dieser Map, glaube ich, keine... Ich glaube, es gibt in dieser Map keine eigenen Ausspielsteine. Da muss ich hin. Ich habe jedenfalls keine gefunden. Es gibt ja diese Lava-Beobachtungsplätze und das kommt vom optischen her dem am nächsten, dass wir Abschnitte der Karte entsprechend schön beobachten können. Aber Ausspielsteine gibt es nicht, oder? Oder habt ihr welche gefunden? Vielleicht, weil wir sie selbst setzen müssen. Ab jetzt können andere Abenteurer sie finden. Das ist auch mal schön, ne? Auf der anderen Seite zu sein. Und diese Ausspielsteine nicht nur zu benutzen, oder nicht zu benutzen, sondern platzieren zu müssen. Wo muss... Da muss... Der hin. Beobachte, meine kleine Kugel. Beobachte. Und sei möglichst unauffällig.
Nicht, dass du entdeckt wirst und unser ganzer Plan zerstört wird. Das wäre nicht sehr schön. Oh Gott, ich will gar nicht mit euch kämpfen. Nein! Ich will doch gar nichts von dir. Ich will nach da unten. Und ihr steht mir im Weg. Geht hin, ihr Flammenarchons. Geht hin. Wie warm es hier ist. Ich bin ein bisschen froh, dass sie nicht... Also, einerseits bin ich froh, andererseits ist es natürlich ein bisschen eine... Ist es doch gar nicht hier unten. Offensichtlich ist es nicht hier unten. Wie komme ich da hin? Warte mal. Das ist... Schön, dass die Quest nicht angezeigt wird. Ich glaube, es ist doch eher oben. Ich bin ein bisschen froh, dass sie nicht die Mechanik von... Oh Gott, was war denn das? Sturm... Nee, Storm King Thunder war... Ich glaube, das war auch schon in Storm King Thunder mit dem Frosteis-Schutz, dass sie einen permanenten Schaden eingefügt haben. Da war es entsprechend Hitzeschaden... Kälteschaden. Hier würde sich natürlich dann einen Hitzeschaden anbieten, der eine spezielle... einen speziellen Schutz benötigt. Oh, der Avatar der Flammen ist gerade da. Komm, dann machen wir... Guck mal, ob wir noch einen Schlag anbringen können. Also es bietet sich natürlich an, hier spezielle Ausrüstung haben zu müssen, die vielleicht auch aufwerten zu können, um in weiteren Abschnitten vordringen zu können, tiefer in den Krater vordringen zu können, und sonst kriegst du permanenten Schaden, oder dass es in den Dungeon, wenn der hier zugehören würde zum Mount Hoteno und nicht nach Helm's Hold gehen würde, dass wir dort entsprechend eine gewisse Menge an Schaden abwehren können müssten, und deswegen brauchen wir dort eine bestimmte Menge an immer Feuerschutz und nicht immer Frostschutz. Hat es noch gezählt? Hat noch gezählt. Ich bin schockiert. Also es würde sich sehr gut anbieten, aber wir alle haben damals diese Mechanik doof gefunden, und deswegen ist es auch schön, dass sie es nicht gemacht haben. Auf der anderen Seite kannst du damit natürlich auch Mechaniken wieder aufgreifen. Also man könnte... Theoretisch hätte man, wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, die alten, wie hat man das damals gemacht? Wie wurde das damals, da gab es eine Währung für, die man sammeln musste, damit konnte man die aufwerten, diese Rüstung. Und das könnte man wieder nutzen. Man könnte also diese Kampagnen, diese Gebiete hätten miteinander verknüpft werden können. Dass ich, das hätte richtig abgefuckt garantiert, also ich bin... vermutlich der Falscheste, wenn es um Gameplay-Ideen geht. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Aber dass wir in Storm King Thunder, im ewigen Eis, vielleicht im Treibeismeer oder irgendwo, nach Material suchen müssen, das uns kühlt. Damit können wir unsere Rüstung aufladen. Und dann können wir entsprechend eine gewisse Zeit hier den Feuerschaden aushalten. Ich fände, das klingt cool. Aber es würde bestimmt auch für ein bisschen Frust sorgen. Aufgestellten Ausspähungskugeln konnte ich Gommoths Streitkräfte ausspionieren, und ich glaube, dass ich einen Weg in den Tempel des Primordials gefunden habe. Aber ich befürchte, dass das kein Spaziergang werden wird. Ach, Spaziergänge. Alles sind Spaziergänge. Gommoth ist nicht der einzige Feuerriese, der das Primordial verehrt und es freisetzen will. Zu seinen Streitkräften zählen weitere mächtige Riesen, die die Rolle von Generälen einnehmen und den Krater bewachen. Ihr werdet einige von ihnen ausschalten müssen, wenn ihr in den Tempel des Primordials gelangen wollt. Ihr könnt sie beim Hoteno-Krater finden. Klar. Wir schalten noch ein paar aus. Feuerriesengeneräle ausschalten. Ja. Kriegen wir hin. Lässt sich gut kombinieren, aber es wird vermutlich hier nach nur noch in den Krater dann entsprechend in den Tempel reingehen. Deswegen wollte ich das... Bist du ein Feuerriese? Du bist ein Feuerriese. Wollte ich das ein bisschen trennen. Ah, das ist schon tot. Wie viele muss ich töten und wieso wird mir das nicht angezeigt? Wieso wird mir... Ja, Wendelli, Potatoes Enclave, Sommerfest, Wildraum. Alles nicht das, was ich hier habe. Ja, macht mal. Ja, und sind da. Mount Hoteno, die Herren des Feuers. Wäre schön, wenn das markiert wäre, denn das ist mir die aktuelle Quest, die ich gerade angenommen habe. Ja, deswegen, ich fände die Idee
fände ich im ersten Augenblick ziemlich cool. Du bist kein Feuerriesengeneral, du bist ein Feuerriesengeneral. Ach, du musst einen Namen haben, dann vermutlich. Ja, du zähltest. Geht doch mal weg. Ihr wollt unbedingt sterben, ne? Weil halt einfach dann die Maps miteinander kombiniert werden. Und das fände ich, glaube ich, richtig cool, wenn es das mehrfach gäbe. Das wäre eine Möglichkeit, diese Mechanik einzubauen, dass ich... Und dann könnte man auch Berufe wieder mit einbauen, ne? Dass du sagst, du kannst das... Oh, das wäre die Idee. Du machst es nicht über, du musst es machen und dann einfach aufwerten, sondern es ist eine Option. Du hast diesen permanenten Schaden und wer gut gegiert ist oder ein geiler Heiler ist oder einen guten Heiler dabei hat, der kann das entsprechend auch wegheilen. Aber du kannst dir diese Ausrüstung auch craften oder craften lassen und die muss dann immer wieder aufgeladen werden. Und dafür brauchst du entsprechend einen Handwerker, der das macht. Und dann würdest du nämlich auch wieder Handwerk entsprechend mit reinbringen. Du würdest das nicht über einen Auktionsmarkt vermutlich machen, müsstest du gucken, wie du das regelst, aber dann würden die Leute vielleicht miteinander reden müssen, können, dürfen. Und sagen, hier, ich hab das gerade in Once Human, völlig anderes Spiel, aber da habe ich das, genau. Ja, es gibt dort bestimmte Fähigkeiten, die bestimmte Baupläne, die nicht jeder hat und... Was das bewirkt, ist, dass du miteinander redest und sagst, hier, hör mal, ich gebe dir den Stuff, die Rohstoffe und du baust mir dafür diese Materialien. Und das ist nötig im Spiel, weil du zum Beispiel, es gibt Weltenbosse, das sind da die Prime Wars, so heißen die Primärkriege, und das sind super mächtige Gegner, die man da bekämpfen muss, die man auch eher nicht so alleine niederlegen kann. Und da gibt es welche, da brauchst du ganz besondere Waffen für und die kann nicht jeder herstellen. Also theoretisch kann die jeder herstellen, aber nicht jeder hat entsprechend diese Blaupause. Und da hat dementsprechend jeder was davon. Also wenn ich, der die Blaupause nicht hat, meine Rohstoffe an jemand anderen gebe, dafür diese Raketen bekomme, kann ich da entsprechend mit in diesem Primärkrieg vernünftig mithelfen. Und dadurch ist die Community gezwungen, miteinander zu arbeiten. Und deswegen, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das hier, wenn man das richtig aufzieht, auch hier gut funktioniert. Dass du sagst, okay, es gibt ja die Möglichkeit, auf Distanz die Lieferungen auch zu machen und abzuschließen und solche Sachen. Und dass du dann sagst, okay, ja, du hast einen in der Gruppe, der kann entsprechend hier, was ist denn das, könnten das sein? Das könnte nicht Waffenschmieden sein, sondern Rüstungsschmieden zum Beispiel. Oder Juweliere oder Alchemie, ist doch wurscht, was das wäre. Und damit kannst du das füttern mit diesen Eiskristallen und dann bist du im Dungeon, kannst du wieder stabiler rumlaufen und besser. Das, versteht ihr, wie ich meine? Das würde, es reicht ja, wenn einer das in der Gruppe hat, das muss ja nicht jeder können. Der Lärm eurer Kämpfe hat sogar noch das Dröhnen des Vulkans übertönt. Ihr seid tatsächlich so mächtig, wie es die Gerüchte besagt haben. Doch wie ich das sehe, wird dasselbe sicherlich auch für Gomez gelten und er wird seine Pläne garantiert beschleunigen. Wir müssen schnell einen Weg in den Tempel finden. Das hättest du dir zuerst überlegen sollen. Und jetzt machen wir Geheimnisse des Feuers. Da geht es garantiert in den Tempel hinein. Die Spähungskugeln haben enthüllt, dass Gomoth als Teil seines Rituals die Macht bestimmter Schreine innerhalb des Kraters fokussiert. Sie scheinen eine präzise Ausrichtung zu erfordern, sodass selbst eine geringfügige Störung das Ritual hinauszögern könnte. Dies stellt eine perfekte Gelegenheit für uns dar. Bringt die Schreine aus der Ausrichtung und erkauft uns damit die Zeit, die wir brauchen, um Gomoth aufzuhalten. Ich werde die Stellen auf eurer Karte markieren. Und ich meine, da seht ihr ja, sie haben hier ja mit Gomoth, der diesen Primordial befreien möchte, eine fantastische Situation geschaffen für einen Dungeon. Das kannst du sowohl als Dungeon oder als Prüfung machen und da entsprechend diese Gestalt, was mit diesen Kristallen auf sich hat, frage ich mich immer noch, Gestaltung, dass du dort entsprechend diesen immer Feuerschutz benötigst. Mir fällt kein anderer passenderer Begriff ein, aber ihr wisst, was ich meine. Wo laufe ich eigentlich hin? Ich muss doch nach da unten. Kann ich da einfach runterspringen? Kann ich. Ach so, jetzt ist die Lava gar nicht.
das fände ich, das klingt auf jeden Fall in meinem Kopf spontan nach einer guten Idee. Natürlich muss man das balancen, dass du entweder, also ich kann mir vorstellen, dass pflichtmäßig wird ein bisschen schwierig sich das natürlich gestalten, und gerade weil das in Storm King's Thunder für sehr viel Frust gesorgt hat, könnte ich mir vorstellen, dass die Spielerschaft das natürlich noch weniger schön findet. Vor allem vielleicht noch, wenn das sogar auch noch, oh mein Gott, aus anderen Gebieten ist, die nun nicht gerade aktuell gefarmt werden. Aber das wäre, wie gesagt, ja eine Möglichkeit, dass dann überhaupt auch mal wieder dieses Gebiet besucht wäre. Also wäre es schlimm, Gebiete miteinander zu kombinieren, auf dass sie wieder mehr besucht werden? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Problem wäre. Ich stelle mir das einfach gerade aktuell sehr schön vor, gerade weil ich auch noch, das ist ja einfach das Ding, ich spiele gerade auch noch ein paar andere Spiele, wie gesagt, Once Human zum Beispiel, wo sie schon auf einer anderen Ebene das natürlich machen, weil es um diese Prime Wars geht, wo 40 Spieler mit, bis zu 40 Spieler rumlaufen, meistens sind es weniger. Aber jeder hat was direkt davon, wenn man sich gegenseitig hilft. Aber das kann ich mir gerade bei so einer Prüfung, dann machst du das als Prüfung und nicht als Dungeon, wo nur 5 Leute sind dabei, sondern dabei sind, so rum ist ein deutscher Satz, sondern dann machst du das als Prüfung. Ja, Azazin, ich weiß, du machst keine Prüfungen, wo 10 Leute dabei wären. Und dann hat eine größere Spielerschaft Nutzen davon, wenn eine Person mindestens diesen Beruf kann. Und dann machst du das vielleicht über mehrere Berufe, machst du das nicht nur über Rüstungsschmieden oder über Alchemie oder über Juwelen, sondern wirklich auf die verschiedenen Stoff-, also Materialklassen, ne, Stoffrüstung, Rüstung, Metall, Rüstung, Leder bezogen, dann hast du auch eine breitere Fächerung. Und du kannst das ja, das ist das Wichtige, das ist das ganz, ganz Wichtige, was ich finde, das, wie gesagt, andere Spiele bringen mir da anderen, viel besseren Einblick gerade noch. Oder es ist etwas, was mich sowieso schon immer stört. Da muss ich keine anderen Spiele spielen. Du kannst nicht eine Mechanik ins Spiel werfen, die dann nicht weiter verwendet wird. Und das ist etwas, was sie dann machen müssten. Wenn sie sagen, sie bauen dieses Konzept ein, also egal welches, dann müssen sie das danach auch weiterführen. Das ist das große Problem, was sie an so vielen Stellen haben. Beispiel: elementare Stränge, Drachenjagden. Ja, es gibt diese, bei Dragon Slayer, diese Möglichkeit hier, jetzt gibt es das natürlich, glaube ich, gerade nicht mehr, auch diese Drachenstränge, diese Elementarstränge auszutauschen und miteinander umzuwandeln. Aber außerhalb von Dragon Slayer brauchst du diese elementaren Stränge nicht, kannst sie aber überall sammeln. Wozu? Also, A, wozu sind sie eingeführt worden? Und B, warum kriege ich sie überall? Wenn ich sie nicht überall verwenden kann. Und auch das, dann nimm das. Noch besseres Beispiel. Nimm nicht, dass du in Elemental Evil, Storm King's Thunder unterwegs sein musst, sondern nimm die elementaren Stränge, die du hast. Und da haben wir doch die knisternden elementaren Stränge. Die eingefrorenen elementaren Stränge, die die Essenz des eiskalten Sturms in sich tragen. Und dann machst du ein System, wo du in die Rüstungen entweder durch eine andere Person, Thema Community, miteinander verknüpfen. Zur Not machst du das, dass du das alleine kannst, dass du deine Rüstung damit aufladen kannst oder deine Waffe damit aufladen kannst und dann da entsprechenden Schutz oder besseren Schaden machst. Dann musst du verschiedene machen. Dann nimmst du, das wäre auch wieder dieses Ding. Wir haben das aktuelle Modul, hat diese Angewohnheit, das wieder danach zu klingen und nicht umzusetzen. Denn du hast ja hier diese, ach, jetzt muss ich spontan mal was finden. Gibt ja hier diese Aussagen von wegen, wirkt in Zonen, die das Elementar Feuer haben. Haben wir das irgendwo? Ich finde es jetzt gerade nicht, weil ich natürlich jetzt auch hier nicht bei so einem Händler bin. Da, in einer Zone, in der Element Feuer, das vorherrschende Element ist, wird Rollenbonus verdoppelt. Das heißt, sie gehen auf diese Elemente. Nutzt sie, ihr habt sie, die elementaren Stränge. Und das ist verschwendet. Vor allen Dingen, weil sie hier wirklich dieses System hätten wieder nutzen können.
Und dann hätten die Elementaren Stränge eine Funktion wieder gehabt. Ach, das ist so alles so schade. Durch das Verschieben der Steine wird sich Gormoths Plan zur Erweckung des Primordials verzögern. Damit haben wir uns wertvolle Zeit verschafft, die wir gut ausnutzen sollten. Sollten wir. Ja, ich glaube, das reicht für heute. Bei der nächsten Folge gucken wir uns den Tempel an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!